Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich melde mich vorab ganz kurz bei euch, weil ich euch ein paar Neuheiten zeigen möchte. Ja, wir haben Anfang des Jahres, haben sich viele Leute ja einfach ein paar Sachen vorgenommen. Die einen wollen mehr Sport treiben, die anderen wollen mehr lesen, mehr Zeit für sich nehmen, mehr Zeit mit der Familie verbringen, irgendwie ein bestimmtes neues Hobby anfangen und. Es gibt ja viele Sachen, die man sich so vornimmt, gerade so an einem neuen Jahresbeginn. Da ist man so motiviert und sagt, so, dieses Jahr wird besser als letztes. Wer kennt's? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch dieses Jahr so vorgenommen habt. Bei mir ist es auf jeden Fall das Thema Abnehmen. Dazu gehört natürlich viel trinken, gesünder essen, mehr Sport machen, weniger Süßigkeiten essen und. Das ist ja so ein Komplettpaket sozusagen. Aber ja, auf jeden Fall möchte ich, dass sich figurtechnisch etwas ändert. Aber nicht nur von der Figur, sondern auch einfach von mir, meinem Wohlbefinden einfach. Dass ich mich einfach wohler in meiner Haut fühle, dass ich einfach nicht mehr so schlapp und müde und träge bin. Das hat auch sehr viel einfach mit der Ernährung zu tun, auf jeden Fall. Das ist so mit einer meiner größten Ziele. Und dass ich einfach mich von meinen Terminen her oder einfach von meiner Arbeit her noch ein bisschen besser organisiere, dass ich einfach alles noch besser unter einen Hut bekomme. Momentan ist es ein bisschen schwierig, weil, wie ihr wisst, es ist alles geschlossen, sprich auch die Kitas. Und jetzt, wo der Lias gerade zu Hause ist, ist es nochmal alles ein bisschen schwieriger, dann wirklich so vom Zeitmanagement alles unter einen Hut zu bringen. Aber wenn dann irgendwann mal es wieder so gut ist, dass er wieder in die Kita kann, dann versuche ich das wieder weiter umzusetzen. Das habe ich nämlich im Dezember schon eigentlich ganz gut hinbekommen oder auch den Monat davor. Aber das möchte ich auf jeden Fall jetzt wieder hinbekommen, dass ich wirklich vom Zeitmanagement her einfach Arbeit und Familie und Haushalt und so weiter einfach alles gut gewuppt bekomme sozusagen. Bei mir und meinem Vorhaben mit dem Abnehmen jetzt zum Beispiel ist es ja auch ganz wichtig, viel, viel, viel zu trinken. Aber generell ist es viele Trinken super wichtig, egal ob man abnehmen möchte oder nicht. Und gerade auch zu dieser Jahreszeit auch viele Vitamine zu sich zu nehmen, um einfach auch ja das Immunsystem sozusagen aufrechtzuerhalten, damit man allen Krankheiten einfach trotzen kann. Und es gibt jetzt insgesamt, Leute, drei neue Tees. Und zwar diese hier, die euer Immunsystem so richtig auf Trab bringen sozusagen, die einfach euer Immunsystem stärken. Hier sind super viele Vitamine drin, hier ist Zink drin, dass ihr wirklich, euer Immunsystem wird es euch einfach nur danken. Und das sind drei verschiedene Tees mit drei verschiedenen Geschmäckern. Der eine ist eher so für morgens, mittags und einer auch für abends. Ich werde euch diese Tees jetzt auf jeden Fall auch nochmal genauer zeigen und erklären. Vorab aber für euch die Info. Mit meinem Code NEWAMANDA bekommt ihr ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro ganze 35%. Das ist so mega. 35% auf die komplette Fitwear-Seite. Egal, ob ihr einzelne Sachen bestellt oder Sets bestellt, was auch immer. 35% auf die komplette Seite. Und ihr könnt euch zusätzlich auch noch ein Free Gift auswählen aus 8. Ich werde sie euch hier direkt mal wieder einblenden. Da sind wieder ganz, ganz, ganz tolle, leckere Tees mit dabei und auch die wunderschönen Planer, wo man schön reinschreiben kann. Ich benutze den ja auch jeden Monat für meine ganzen Sachen, die ich so zum Aufschreiben habe. Unter anderem, ihr seht schon, ist hier so eine Chocolate Cream mit dabei, eine Protein Cream vor allen Dingen. Das heißt, wirklich weniger schlechtes Gewissen, definitiv, wenn man sich morgens mal einen schönen Brotaufstrich gönnen möchte, der einfach nur, der schmeckt komplett schokoladig. Also da hat man nicht das Gefühl, man isst irgendwie keine Ahnung was. Also der ist wirklich super, super lecker. Haben auch schon einige hier bei uns probiert und sind super, super begeistert. Und man hat hier einen kleinen Proteinkick sozusagen. Und hier ist auch zum Beispiel wieder diese wunderschöne Tasche mit dabei, wo man ja die ganzen Bottles reinmachen kann. Hier ist so eine Umhänge, so ein Seil mit dabei, wo man das Ganze umhängen kann und einfach mit transportieren kann. Also hier sind diese Bottles und da kann man dann halt eben die Flasche reinmachen, dass sie geschützt ist. Auf der einen Seite, das sieht einfach wunderschön aus und man kann es natürlich viel leichter transportieren. Aber das absolute Highlight, ihr seht es bestimmt schon, sind diese Happy Charms. Die kommen hier in so einer süßen Box. So sehen die aus. Ich wollte sie euch unbedingt mal näher zeigen.
Die sind so wunderschön. Diese Happy Charms gibt es nur hier bei diesen Gratis-Produkten. Die bekommt ihr sonst nicht im Shop. Und ich zeige sie euch gerne mal näher. Hier ist zum Beispiel eine Wassermelone mit dabei. Richtig genial. Und diese Haken, die könnt ihr natürlich überall dran machen. Beim Schlüsselanhänger beispielsweise, Tasche oder sonstiges. Aber natürlich auch zum Beispiel hier dran. Das sieht natürlich sehr, sehr schön aus als so zusätzliches Accessoire. Sehr, 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 sehr hübsch. Aber jetzt mal zurück zu diesen wunderschönen neuen Tees, dass ihr da eine Info habt, was ist es überhaupt, nach was schmeckt es, wie riecht es und. Wir fangen hier direkt mal mit dem Tee an, den man morgens sehr, sehr gerne oder sehr gut trinken kann, der Lime Mint Immuntee sozusagen. In allen diesen Tees sind sehr viele Vitamine und Zink drin. Wie gesagt, das ist das, was einfach euer Immunsystem einfach so einen kleinen Kick gibt, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit. Hier ist grüner Tee drin, was einem so einen natürlichen Koffeinkick am frühen Morgen verpassen kann. Also sehr, sehr, sehr genial. Wie der Name auch schon sagt, hier ist unter anderem Limette drin, was ja sehr, sehr reich an Vitamin C ist. Hier ist aber auch Minze drin oder Ingwer und das Ganze schmeckt so süß-säuerlich. Ist auf jeden Fall, man riecht es schon durch die Packung, es ist einfach so, 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 so lecker. Das ist so ein richtiger frischer Kick am Morgen, dass man einfach nur wach ist und in den Tag starten kann. Dann haben wir den Berry Apricot Tee und das ist einfach nur eine Fruchtbombe. Hier ist anders als bei den anderen beiden Tees kein Koffein drin, deswegen kann man den eigentlich den ganzen Tag über genießen oder halt eben gerade für abends, um runterzukommen und einfach ja schön in den Schlaf zu starten, ohne dass man irgendwas mit Koffein zu sich genommen hat. Und wie gesagt, eine absolute Fruchtbombe. Schwarze Johannisbeeren sind hier drin, Aprikose, rote Hibiskus, aber auch Garcinia Cambogia, die absolute Powerfrucht. Und auch hier wieder Vitamin C, verschiedene Früchte, die da einfach die Vitamine mit sich bringen. Zink, alles wieder fürs Immunsystem, um es einfach nach oben zu pushen und damit ihr gesund bleibt. Und der letzte Tee ist der Multi-Orange Tee. Der ist sozusagen für nachmittags gedacht, weil der weißen Tee drin hat. Also weißer Tee, da ist ja auch dieses natürliche Koffein, aber ganz sanft und leicht, einfach nicht so stark wie beim grünen Tee. Deswegen ist der grüne Tee bei dem morgendlichen hier drin. Hier ist einfach dieses leichte Koffein, einfach um, wenn ihr so nachmittags so ein Tief habt, um euch da so einen frischen Kick so ein bisschen zu geben. Deswegen weißer Tee. Ansonsten sind hier insgesamt 10 verschiedene Früchte drin, die alle Vitamin C drin haben. Also auch wieder ganz, ganz viel Vitamin C, Zink, fürs Immunsystem. Es sind wie gesagt alle drei Tees fürs Immunsystem gedacht. Und das oder den zeige ich euch jetzt gerade zum Schluss, weil das mein absoluter Liebling ist. Das ist der absolute Hammer. Der riecht so, so, so gut. Der schmeckt und riecht nach Multivitamin. Das ist einfach so ein Multivitamin. Ich mag den vor allen Dingen, also wenn er richtig gekühlt ist aus dem Kühlschrank, schmeckt der richtig, richtig lecker. Aber auch tatsächlich heiß. Also, oh, dieser Duft, das ist der absolute Hammer, weil man riecht so diese Orange raus, aber dann auch viele andere Früchte. Das ist super, super lecker. Man muss die Packung noch nicht mal richtig aufmachen. Das riecht so, 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 so stark. Also wie bei allen anderen Fitvia-Tees auch. Also sehr, sehr, sehr hohe Qualität, die höchste Qualitätsstufe, die Tees überhaupt oder lose Tees haben ja verschiedene Qualitätsstufen und die allerhöchste, die man erreichen kann bei losen Tees, hat Fitvia eben. Ihr seht hier auch immer bei der Öffnung die ganzen Zutaten, also es sind alles immer große Stücke von Früchten und Co. Also sehr, sehr, sehr genial und wenn die auch noch heiß aufgekocht werden, dann entfalten die sich so richtig. Hier steht es auch nochmal plus Vitamin C und 9 anderen Vitaminen. Also ganz, ganz, ganz toller Inhalt hier auf jeden Fall, wie bei den anderen auch. Aber der ist so, die anderen schmecken mir auch richtig gut. Aber ich bin halt so ein Multivitamin-Liebhaber. Ich liebe es mit Früchten und so weiter. Deswegen sehr, sehr, sehr genial. Die gibt es übrigens auch in einem Set zu kaufen auf der Fitvia-Seite. Ja, ihr Lieben, das sind die 3 neuen Immuntees, die ihr bei Fitvia jetzt ab sofort auf der Seite sehen könnt und bestellen könnt. Also die sind richtig, richtig genial. Und wie gesagt, ab 59 Euro komplett 35% auf alles, egal auf was. Und ein gratis Gift. Also schaut euch auf jeden Fall auch hier diese Anhänger an, weil die gibt es halt wirklich jetzt nur bei den Gratis-Produkten mit dabei. Sonst gibt es die nicht zu erwerben. Also es ist wirklich nur über den Link und über den Code. Ich habe euch nochmal alles in die Infobox geschrieben, wo ihr direkt auf die Fitvia-Seite gelangen könnt und den Code nochmal. Also viel Spaß beim Shoppen, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Dienstag und ich habe gerade gemerkt, dass ich mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet habe. Super. Es war gestern aber auch so
Eine Mischung zwischen wir chillen und ich versuche den Samu zu beruhigen. Also der Samu war schon sehr knatschig. Das war so eine lustige Szene. Ich hatte, das war so gegen kurz nach 5 hat er so seinen absoluten Höhepunkt bekommen und ich versuche ihn nie vor 18 Uhr hinzulegen. Wirklich nur, wenn es gar nicht mehr geht. Weil wenn er vor 18 Uhr schlafen geht, dann wird er uns irgendwann um 4 Uhr morgens wach und macht wirklich Halligalli. Also das bringt dann nämlich auch gar nichts. Deswegen versuchen wir wirklich nicht vor 18 Uhr und versuchen das immer irgendwie durchzuhalten. Und das war so gestern auch mein Ziel. Und er war sowieso schon knatschig und dann ging es richtig los. Und ich habe ihn dann, wir hatten gestern ja die ganze Zeit unseren Couchtisch komplett weg, dass wir da in der Ecke oder beziehungsweise auf dem Teppichboden die ganze Zeit gesessen haben. Weil der Samu sich da am besten festhalten kann und dann mal hoch und runter halt am Üben ist. Und ich weiß auch nicht, ich hatte ihn dann so in so einer Babyschaukelstellung genommen, also dass ich ihn sie zu mir hatte und habe die ganze Zeit geschaukelt und mit ihm hin und her und halt eben für ihn so ein Schlaflied gesungen. Nicht, dass er einschläft, sondern dass er sich so beruhigt. Und es war auch so, der war wirklich dann komplett ruhig, Miami ist hochgerannt. Er war dann auch nämlich ruhig und hat halt eben nicht mehr gequengelt, gemeckert, ist aber nicht dabei eingeschlafen. Wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn er es wäre, aber das habe ich so gute, bis er so richtig ruhig war, bestimmt 15 Minuten gemacht, locker. Und irgendwann denke ich mir so, es ist so ruhig hier, warum ist es so ruhig hier? Ich habe den Lias gar nicht mehr gehört, der saß die ganze Zeit bei uns hinten auf der, also hinter uns praktisch auf der Couch. Und hatte mit den Büchern sich beschäftigt und ich gucke und er ist ja eingeschlafen, der Lias ist einfach eingeschlafen, wirklich um kurz nach 5. Und ich habe ihn dann wirklich versucht zu wecken, weil 5 ist einfach heftig früh. Also 6 ist okay, 6 ist auch nicht okay, aber so sagen wir mal ab 7 ist es okay. Ich habe versucht, ihn zu wecken, keine Chance, ich habe ihn gekitzelt, keine Chance, der Samu ist über ihn drüber gekrabbelt, hat gemacht, getan und. Keine Chance. Es war ihm egal. Er lag da wie so eine Puppe, mit der man machen konnte, was man wollte. Es war ihm egal. Er hat immer mal wieder so von sich gegeben und das war es dann auch. Aber nö, der hat einfach mal eiskalt geschlafen, als mein Mann dann gekommen ist. Mein Mann hat nämlich gestern ein bisschen länger arbeiten müssen. Hat er den Lias dann eigentlich nur noch hochgetragen. Ja. Läuft bei uns. Okay, Samu. Ja. Naja, mal sehen, wie es heute wird. Ich habe heute, beziehungsweise ich habe gestern noch mal einiges über Amazon bestellt und auch über Ikea und über dieses Click and Collect, also sprich online bestellen und dann aber vor Ort selbst abholen, weil viele Sachen bei Ikea sind gar nicht lieferbar, wie zum Beispiel das, was ich brauche. Und zwar diese Boxen, schaut mal, diese durchsichtigen Boxen. Die gibt es ja in allen möglichen Größen und da haben wir ja zum Beispiel unseren Weihnachtsschmuck drin. Dadurch, dass ich hier aber ein bisschen was eingekauft hatte, wenn ich dann hier Freitag, Samstag, Sonntag, also an irgendeiner dieser Tage habe ich vor, halt alles komplett wegzumachen, wieder umzugestalten, sprich also sowas wie, dass das Regal wieder auf die andere Seite wandert, einmal komplett Grund zu reinigen, wirklich von oben bis unten abstauben, abwischen, saugen, wischen, pipapo, alles drum und dran. Und neu dekorieren. Das dauert ein paar Tage tatsächlich. Dann holen wir den Staubsauger von oben runter. Genau, hast du recht. genau. Wie wollte ich darauf hinaus? Ach so, genau. Ich brauche welche von den Boxen. Also wenn ich das hier alles abdekoriere, möchte ich das natürlich dann auch direkt in die Boxen und dann ab auf den Dachboden, dass das hier nicht noch länger rumsteht. Und dafür brauche ich noch mehr solcher Boxen. Dann hatte ich bei Amazon geschaut, ob es irgendwie was über Prime gibt, dass es die nächsten Tage geliefert wird. Ja, gibt es. Aber da kostet so eine Box direkt irgendwie mal 20, 30 Euro. Und ich denke mir so, warum? Diese großen Boxen, die ich habe, diese 65 Liter Boxen, die kosten 9 Euro oder sowas, dann noch mit einem Deckel, da kosten die 11 Euro. Also da bin ich nicht bereit, das Dreifache irgendwo auszugeben, schon gar nicht, weil ich sehr viele Boxen brauche. Meine Mutter wollte nämlich 2 Stück haben, ich brauche noch 2 Stück für die Deko, die halt dazugekommen ist. Und wir brauchen unbedingt Boxen für die Kleidung von den Jungs. Wir haben ja aussortiert, jetzt auch bei Lias. Und
Das Ding ist, dass wir oben ganz viele Kartons haben. Wirklich kleine, mittlere Kartons. Dann gibt es irgendwie 3 Kartons von einer Größe, weil die klein sind. Dann gibt es mal einen großen Karton, wo irgendwie 3 Größen drin sind. Und es ist total ätzend. Wir wollen das alles in diese Plexi, in diese Plastikboxen praktisch reinmachen, diese durchsichtigen, dass man sieht, was drin ist. Dann wollen wir halt da so Schilder reinmachen. Ja, dann mach sie in den Müll. Ja, dass es ein bisschen geordner, sortierter oben im Dachboden ist, weil da sind momentan doch sehr viele Kartons und so weiter. Und meistens ist es halt eben von den Jungs. Nein, nein, nicht jetzt. Das machen wir die nächsten Tage, Schatzi. Nicht. Nein, nein. Nein. Nein, heute nicht. Heute doch. Heute doch. Ja, auf jeden Fall ist da jetzt alles bestellt. Dass wir dann, ich glaube, ich habe 9 Boxen oder sowas bestellt. Dass wir 5 Boxen für den Dachboden haben. 2 für die Deko, 2 für meine Mutter. Dann habe ich nochmal eine andere kleine Box hier für Spielzeug bestellt. Dann nochmal Boxen für mein Zimmer. Meine Schwester hat noch 1-2 Sachen gehabt, wie Glühbirnen und Co. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich später, denke ich mal, auf jeden Fall den Kofferraum freiräumen und vielleicht sogar einen Kindersitz rausholen. Weil diese Boxen, die sind halt schon sehr groß. Und wenn dann mehrere übereinander gestapelt sind, die kriege ich ja so ins Auto nicht rein. Deswegen muss ich mal gucken, auf dem Beifahrersitz und so überall was hinzumachen. Und ich kann das heute zwischen 18 und 19 Uhr abholen. Genau. Also das ist auf jeden Fall mein Weg, dass ich heute Abend in den IKEA fahre und dort die ganzen Sachen abhole. Und dann ab morgen kann ich dann loslegen, alles so ein bisschen zu ordnen, organisieren und so weiter. Ja, ich werde mich jetzt, solange die Jungs gerade lieb am Spielen sind, direkt an den PC setzen. Gestern kam nämlich kein Vlog online, es nervt mich übelst. Aber gestern, es hat einfach nicht sollen sein. Der Samu, Samu, du sitzt jetzt unterm Tisch. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich bin zwar immer wieder mal an den PC gegangen, aber irgendwie, ich konnte mich da auch nicht konzentrieren. Sowas wie diese Bestellungen, das habe ich dann wirklich gestern Abend noch gemacht, beziehungsweise immer mal wieder rausgesucht. Also diese IKEA-Seite hatte ich mal locker 4 oder 5 Stunden offen, weil ich immer wieder kurz rangegangen bin, dann irgendwie was gewesen ist und so weiter. Das war, also mit richtig sich auf Videoschneiden konzentrieren, das hat nicht funktioniert. Genau, ja, deswegen versuche ich es heute irgendwie hinzubekommen. Wir haben mittlerweile schon 7:15. Ich warte noch ein paar Minuten wegen dem Frühstück, weil der Lias ist so, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, der braucht immer ein bisschen, dass er richtig Hunger bekommt. Ich habe hier mir schon, ich glaube, ich habe es euch gar nicht gezeigt, meine Zitrone hingestellt. Ich habe mir seit gestern, ich glaube, ich hatte es vorgestern Abend gemacht, so eine große Karaffe mit 2 großen, wirklich großen Bio-Zitronen ausgepresst, reingemacht mit Fruchtfleisch, allem drum und dran. Und dann mit 1,5 Liter kaltem, nicht was heißt kaltem, einfach so Zimmertemperaturwasser hier aufgefüllt, also nicht mit heißem. Gehen ja die Vitamine verloren, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Genau. Ich habe die letzten Tage auch immer gesagt, okay, ich muss mich mal morgens dann in Ruhe wiegen, bevor ich noch nichts gegessen habe. Aber irgendwie die letzten Morgen, du war zu stressig. Aber heute Morgen habe ich es geschafft, mich zu wiegen. Und ich war die ganze Zeit, die ganzen letzten Monate, wirklich meistens immer so auf einem Gewicht. Also ich habe mal 1-2 Kilo weniger gewogen und dann wieder auf mein Standardgewicht, was ich die letzten gefühlt seit der Geburt irgendwie hatte. Und ich habe jetzt ehrlich, ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal gewogen habe. Das ist so das Problem auch. Ich kann es nicht genau sagen, ob ich jetzt über die Feiertage zugenommen habe oder einfach, ich glaube, das war so ein schleichender Prozess der letzten Wochen, Monate. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich nochmal 2,3 Kilo zugelegt zu meinem sowieso schon viel zu hohen Gewicht. Also heute Morgen habe ich mir echt gedacht so, okay, das geht nicht. Und heute Morgen war auch so ein Moment, wo ich am liebsten meine Sachen gepackt hätte und direkt ins Fitnessstudio gegangen wäre, am liebsten auf einen Crosstrainer
und richtig Ausdauertraining. Ich habe halt, jeder Körper reagiert ja so ein bisschen anders. Mein Körper reagiert sehr schnell, wenn ich, also mit Abnehmen, wenn ich keine Süßigkeiten mehr esse und nicht zu viel esse. Also ich kann zum Beispiel sowas wie Pizza essen oder Cornflakes oder whatever, aber nicht zu viel. Genau, wobei ich das sowieso grundsätzlich eigentlich nicht mache. Also wenn ich zum Beispiel einen Teller Nudeln esse, dann langt mir das auch. Also ich bin dann niemand, der sich irgendwie noch Nachschlag nimmt. Das passiert super selten, dass ich mir Nachschlag nehme. Aber ich esse halt zu viel Süßigkeiten. Das ist, glaube ich, das allergrößte Problem, dass ich zu viel Süßigkeiten esse und dass ich manchmal abends Shit esse. Das soll man eigentlich zu essen nicht sagen. Also ich esse einfach nicht gesund genug, vor allen Dingen um die Abendstunden rum, beziehungsweise manchmal geht es einfach zu spät abends. Gestern zum Beispiel war es so gewesen, dadurch, als mein Mann nach Hause gekommen ist und Elias dann direkt hochgebracht hat, haben wir schon um 7 Uhr Abend gegessen. Das war mega gewesen. Es gibt aber auch die abendlichen Situationen, wo wir dann erst um 8.30 Uhr essen. Und das ist das, was es dann ausmacht, egal wie gesund es ist teilweise. Also ich muss umstellen, dass ich nicht mehr so viel Süßes esse, dass ich nicht zu spät abends esse, dass ich wirklich mein Abendessen mit Lias zusammen mache, also sprich um 18, 18.30 Uhr. Gesundheit, mein Schatzi. Genau, das sind die zwei Sachen, die auf jeden Fall geändert werden müssen. Und dass ich einfach schaue, dass ich nochmal sowas Zusätzliches mache, wie zum Beispiel halt eben Zitrone trinken. Das ist einfach mega gesund, sowieso jetzt bei der Jahreszeit. Und ja, jeder weiß, Zitrone trinken ist nice für den Körper. Das ist die eine Angelegenheit. Die andere Angelegenheit, bei mir persönlich ist es so, wenn ich Ausdauertraining mache, also ich diese ganzen Übungen zu Hause mit Sport und bla und keine Ahnung was, klar, das bringt ein bisschen was, aber bei mir persönlich, bei meinem Körper, also ich kenne ja meinen Körper, bei mir ist es so, wenn ich mich auf den Crosstrainer stelle, also ich weiß noch damals, ich hatte ganz schnell, ich glaube 8, 9, 10 Kilo oder sogar mehr, ich weiß es gar nicht mehr, verloren, indem ich mich wirklich täglich auf den Crosstrainer gestellt habe und das habe ich am Schluss, also im Durchschnitt immer eine halbe Stunde gemacht und dann habe ich noch ein paar Bauchtrainingsübungen gemacht und dann habe ich noch mal eine Viertelstunde ungefähr Crosstrainer gemacht. Und bei mir persönlich purzeln dann die Funde ohne Ende. Also das ist so krass. Ich brauche, also Krafttraining, klar, um Muskeln aufzubauen und zu definieren, aber damit ich wirklich erst einmal Gewicht verliere und die Funde purzeln, brauche ich Ausdauertraining. Und ich hasse es, joggen zu gehen. Also das macht mir überhaupt keinen Spaß, mir tun da meine Knie weh, ich komme da überhaupt gar nicht drauf klar und das war bei mir schon immer so. Ich komme auch extrem schnell außer Atem, das hat wahrscheinlich was mit meinem Asthma zu tun. Ich kann mich wirklich noch erinnern aus Schulzeiten, ich war immer sehr, 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 sehr sportlich. Ich war im Ballett gewesen, ich war von der Schule aus in dieser Turnmannschaft, wo man dann bei irgendwelchen Meisterschaften mitgemacht hat und bla 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 bla. Ich war schon immer wirklich sehr, sehr sportlich. Aber sobald es dann an Staffellauf ging, also an Rennen und so weiter, ich bin gestorben. Ich habe keine Luft mehr bekommen, auch wenn ich morgens jahrelang immer zur Bahn gerannt bin. Ich habe mehrere Haltestellen immer gebraucht, bis ich wieder normal geatmet habe, ohne Herzrasen zu haben, keine Luft zu bekommen, Speichelüberfluss und. Das sind halt alles diese Anzeichen. Und da bin ich damals nie drauf gekommen, dass ich Asthma haben könnte. Ja, also deswegen, was ich damit sagen will, ist, die Fitnessstudios haben zu. Ich habe keinen richtigen, ich kann nicht richtig Ausdauertraining machen. Also für mich ist es nichts zu sagen, mein Mann kommt nach Hause, ich gehe mal eine Runde um den Block joggen. Das ist null was für mich, das werde ich auch nicht machen, das tut mir einfach nicht gut. Das Einzige, habe ich schon überlegt, was ich vielleicht machen könnte, wäre die Treppen hier hoch und runter zu latschen. Da ist natürlich auch die Frage, wie ich das hinbekomme. Keine Ahnung, also mein Ding ist halt absolut Crosstrainer. Ich liebe dieses Gerät, absolut. Ich hatte schon mehrmals überlegt, ob ich mir so ein Ding hier zu Hause anschaffe, aber ich werde das nicht machen. Das ist einfach ein Ding, was
erstens kostenintensiv ist, aber in allererster Linie platzintensiv. Ich wüsste gar nicht, wohin damit. Ich müsste das wirklich mitten in mein Zimmer sozusagen stellen. Mein Mann meinte, ja, stell es doch erstmal in Samus Zimmer. Ja, erstmal. Und dann, was ist in einem Jahr, wenn er dann wirklich sein eigenes Zimmer haben möchte? Das bringt ja auch nichts. Das ist ja kein Ding, was man mal für einen Monat oder sowas hat. Und das Ding ist auch, wenn die Fitnessstudios mal irgendwann mal wieder aufmachen, ich wohne hier 3 Minuten von unserem Fitnessstudio entfernt. Also das ist ja auch wirklich gar kein Akt, da mal schnell runterzugehen. Da habe ich bei unserem Fitnessstudio hier hatte ich auch nie dieses Gefühl, boah, ich habe keine Lust hinzugehen, weil es einfach wirklich in der Nähe ist. Ich muss nirgendwo großartig hinfahren, hinlaufen. Ja, ich hoffe, dass irgendwann mal dass es nicht mehr so lange dauert, bis die Fitnessstudios wieder aufmachen. Ja, heute wird ja entschieden, wie es weitergeht, aber es ist eigentlich auch schon gestern in den Nachrichten sehr oft gesagt worden, dass der Lockdown auf jeden Fall verlängert wird. Es wird bis zum 31. wahrscheinlich erstmal sein und dann werden sich halt die Zahlen angeschaut, wir werden sehen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, bis die Fitnessstudios wieder aufmachen und es kann ja auf jeden, also es dauert ja auf jeden Fall bis Ende Januar. Ich gehe trotzdem davon aus, dass sowas wie Fitnessstudios und andere Sachen, dass es wahrscheinlich nochmal trotzdem verlängert wird und. Lego ist am Start. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss irgendwas zu Hause machen. Und da langt es halt nicht nur mit Ernährung oder mit weniger Süßigkeiten sowas, sondern ich muss auf jeden Fall körperlich was machen. Und die Frage ist halt eben was. Ich bin da so ein bisschen planlos, muss ich echt sagen. Weil wie gesagt, diese paar Übungen sowas, das mache ich sowieso. Das ist ja kein Thema, dass ich halt Bauchübungen, Po-Übungen. Das sind dann meine 20 Minuten, die ich da mache, irgendein YouTube-Video laufen lasse und dann meine Übungen mache. Davon nehme ich aber nicht ab. Das ist wirklich so ein minimaler Beitrag. Ich muss irgendwas machen, was wirklich, keine Ahnung, vielleicht mit Tanzen oder mit so Übungen, wo man sich wirklich schnell bewegen muss oder sowas. Also mir bringt's nichts, dass ich da einfach solche Bauchübungen mache oder sowas. Also das bringt schon was, aber es ist wirklich so minimal. Ich brauche einfach dieses Ausdauer. Zack, 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 mich bewegen. Das ist das Ding. Ja. Naja. Ich muss mal gucken, was ich da für eine Lösung finde, aber irgendwas muss passieren, denn das, was die Waage anzeigt, das ist nicht mehr lustig. Und da geht es mir gar nicht um irgendein Idealgewicht oder sowas, sondern mir geht es in allererster Linie darum, dass es mir körperlich nicht gut geht. Mein Rücken tut weh, meine Knie tun mir seit Monaten weh und es hat definitiv etwas mit meinem Übergewicht zu tun. Auf irgendwas anderes möchte ich das gar nicht schieben, das hat was mit meinem Übergewicht zu tun. Wenn ich wirklich in die Hocke gehe und dann wieder hochgehe, ich habe so Schmerzen, das ist mir gestern wieder aufgefallen. Deswegen, da muss was passieren. Ganz, 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 ganz dringend. So, wir haben mittlerweile gefrühstückt und heute das erste Mal seit langer Zeit, Leute, sage ich euch. Die letzten Male haben wir, oder die letzten Wochen, haben wir sehr viel Pfannkuchen gegessen. Da versuche ich wirklich entweder es gar nicht mehr zu essen oder maximal dann wirklich nur noch einmal die Woche. Aber die letzte Zeit, wir haben es so oft gegessen und ich habe fast jeden Morgen entweder Croissant gegessen, diese kleinen Mini-Croissants mit Ovomaltine oder Brezel mit Ovomaltine. Genau. Das sind alles so Frühstücke, wo ich, keine Ahnung. So, 10 Minuten später, mein Plan, hier endlich mal ein bisschen Ordnung zu machen, ist einfach mal über den Haufen, im wahrsten Sinne des Wortes, geworfen worden. Ihr habt gerade gehört, der Samu hat nämlich geschlafen. Hatte, er ist jetzt wach. Der Lias hat aus dem Nichts angefangen zu weinen, zu brüllen. Und ich bin runter und dachte mir, was ist denn jetzt passiert? Weil ich habe auch nicht irgendwie gehört, irgendeinen Schlag, irgendeinen Fallen oder irgendwas. Und er zeigt mir seine Hand und da war so ein bisschen Kaka dran. Also er hat Kaka gemacht gehabt und hat sich irgendwie in der Hose irgendwie anscheinend rumgefummelt. Ich dachte, sonst was passiert. Der kriegt bei sowas absolut die Krise. Wenn er irgendwas an der Hand hat, was auch noch so igitt ist, ja. Und ja, einfach nicht an Popo rumfummeln. Wenn man Kaki gemacht hat, dann sagen, Mami Kaki gemacht. Pampi wechseln. Ja, nicht nur nicken, auch machen. Ja, ich habe ihn jetzt einmal sauber gemacht, einmal die Hose umgezogen, da war so ein bisschen was dran, also wirklich minimal, es war jetzt schnell erledigt, aber der Samu ist natürlich durch diese Aktion wach geworden. Ja, das ist Müll, Mami muss aufgebraucht Video drehen.
Ja, das sind alles Müllsachen, die sind alle leer. Ich habe jetzt hier angefangen gehabt, nämlich diesen Wäschekorb nämlich zu sortieren. Habe ich eigentlich auch gemacht. Da sind nur noch zwei Jacken drin, die sortiere ich mal schnell noch ein. Ist noch alles offen. Ich habe so ein bisschen das alles einsortiert und ein paar Sachen. Gerade, ja, Sabo, das macht dir Spaß, gell? Tür auf, Tür zu. Hinter meiner Tür waren extrem viele Jacken gewesen. Ich habe da jetzt nur noch eine dicke Jacke, eine flauschige Jacke und eine Regenjacke dran und zwei Morgenmäntel. Genau. Alles andere habe ich jetzt hier schon mal mit Kleiderbügel gemacht. Die fördere ich jetzt nämlich hoch in den Schrank. Da ist ja jetzt wieder Platz, wo ich die ganzen Wintermäntel aussortiert hatte. So, das machen wir jetzt hier auch mal zu. Die nehmen ja nicht viel Platz weg. Das sind eher so Trenchcoats und so weiter. Auf diesen Mantel freue ich mich so sehr, wenn der mir dann endlich mal passt, weil das ist Größe, ich glaube, S oder sowas. Und das ist ein originaler Trenchcoat von Burberry einfach. Ich weiß nicht, was dieser Mantel kostet. 1,2 oder irgendwie sowas. Und ich kann ihn einfach nicht tragen, wie krank. Ja, ich habe hier so ein paar Sachen, die entweder zu dünn sind oder mir nicht passen. Und die werden deswegen hoch in den Schrank gebracht. Was willst du gucken? Ja, guck es dir an. Ja, kannst du rausholen. Ich wollte, oder das, was heißt ich wollte, ich werde das jetzt auch machen. Ich werde die beiden Jungs schnappen und hoch ins Zimmer gehen von Lias. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir erst, wenn wir wieder krank sind alle. Und ich werde bei den Jungs jetzt anfangen, die Weihnachtsdeko wegzumachen, dass ich nicht alles am Wochenende machen muss. Also zumindest schon mal, weil bei den Jungs ist es so, die haben ja oben diese Lichter. Und gerade bei Samu im Zimmer, ganz ehrlich, wir haben es gefühlt dreimal angemacht. Also wir haben es so selten benutzt. Ich werde das auch erst wieder machen, wenn der Samu richtig in seinem Zimmer ist, so wie Lias. Der Lias hatte auf jeden Fall was von seinen Lichtern. Der hat die fast jeden Abend angehabt und überhaupt. Also das fand er richtig klasse. Aber bei Samu hat es gar keinen Sinn gemacht. Ja, und da ist ja alles mit Tesafilm voll. Deswegen, ich brauche da schon eine Weile, bis ich das alles abgefummelt habe. Deswegen werden wir jetzt mal hochgehen. Und dann kann ich da schon mal starten. Und wenn der Weihnachtsbaum nämlich in ein paar Tagen weg ist, dann werde ich auf jeden Fall, das habe ich nämlich komplett vergessen und komplett echt schon lange nicht mehr benutzt jetzt, werde ich mein Hula Hoop wieder nach unten bringen. Weil definitiv, ich habe seitdem der Hula Hoop in meinem Zimmer ist, nicht einmal Hula Hoop gemacht. Und das geht gar nicht. Deswegen, damit werde ich auf jeden Fall wieder anfangen, weil das springt einen auch ganz schön, wenn man das so ein paar Minuten lang macht, außer Atem. Also da hat man schon das Gefühl, dass man was getan hat. Schaut mal, ich bin jetzt gerade mal diese paar Treppen hochgelaufen mit ihm auf dem Arm und ich bin schon außer Atem. Also unsportlicher geht nicht mehr.